Eine kleine Abwechslung vom Hotelleben bietet ein Spaziergang entlang der neuen Marina in Hurghada. Verbinden kann man das mit dem Besuch des Fischmarkts, der großen Almina-Moschee und einer alten Yachtwerft. In der Marina liegen sehr viele neue Yachten und die Promenade ist sehr schön mit Palmen angelegt und ist toll zum Bummeln. Viele Restaurants mit den unterschiedlichsten Speiseangeboten laden zum Verweilen ein. Ob in einer Pizzeria, in einem Fischrestaurant, zu arabischen Spezialitäten oder zu Sushi oder einem Restaurant unter Schweizer Leitung, bei Fondue, Rösti oder Geschnetzelten, überall ist man hier willkommen. Möchtest du den Besuch der Marina mit dem Besuch von Fischmarkt, Moschee und Werft ergänzen, bietet sich der Vormittag an. Doch auch der Abend hier hat seinen ganz besonderen Reiz. Das zeige ich euch später. Bereits von der Marina haben wir einen schönen Blick auf die Almina-Moschee. So, wir stehen jetzt vor der großen Moschee, der Moschee Almina in Hurghada. Die ist wunderschön. Im Normalfall dürfen wir auch reingehen, dürfen auch Touristen, Christen dürfen rein, dürfen besuchen mit Kopfbedeckung. Wir sind hier herzlich willkommen, wir waren schon drinnen. Doch jetzt zu Corona-Zeiten ist es leider für Touristen nicht möglich. Aber wenn das wieder geöffnet ist, dann geht rein, schaut euch das an. Wir sind hier herzlich willkommen. In wunderschöner arabischer Baukunst wurde die Almina-Moschee im Jahr 2012 fertiggestellt. Leider ist es uns heute nicht möglich, sie von innen zu besuchen. Doch ich habe für euch ein paar Bilder vom vorigen Jahr. Solltest du gerade keine passende Kleidung dabei haben, sprich Kopfbedeckung oder langes T-Shirt, lange Hose, dann bekommst du gleich am Eingang, links vom Eingang, für ein paar Pfund Leihgebühr ein langes Kleid mit Kapuze zum Drüberziehen. Und wie überall in Ägypten werden wir auch hier freundlich begrüßt. Diesmal von einer Schulklasse, die sich darüber freut, ein bisschen ihre neu erworbenen Deutschkenntnisse anwenden zu können. Also hier, wenn ich jetzt vor der Moschee stehe, es ist zu meiner Rechten ist der Fischmarkt, zu meiner Linken ist die alte Bootswerft, in der nur nach handwerklicher Tradition Boote in Holzbauweise gefertigt werden. Und wir schauen jetzt da mal rüber, ob wir da ein bisschen was zuschauen können. Also wir sind jetzt hier an der alten Fischwerft und hier werden Boote restauriert und neue gebaut und alles nach alter Tradition aus Holz. Also ganz interessant, was hier alles so passiert. Wir schauen mal, ob wir ein bisschen was anschauen können, ob das möglich ist. Aber ich denke schon, wir sehen uns. Also kommt mit. Okay. Thank you. Thank you very much. Yes, yes. Also das ist hier ein richtiger Knochenjob. Hallo. Hallo. Und natürlich wieder freundliche Leute. Yes. I see you. Oh.
Hier werden die ganzen Schiffe wieder neu aufbereitet, kommen neue Bretter rein. Nett. Super. Schaut an. Das ist schon fertig gemacht, oder? Mal jetzt mit. So, das Schiff ist fast fertig. So, und hier wird die Schiffsschraube überholt. Und hier haben sie wohl noch viel Arbeit vor sich. Wow. Die Leute leisten hier wirklich Schwerstarbeit. Und das hier unter härtesten Bedingungen in sengender Hitze. Wir haben hier allerdings auch gesehen, dass die Schiffe abgeschliffen werden ohne Atemschutzmasken. Und das, obwohl der Schleifstaub und die Farben, die hier verwendet werden, wohl giftig sind. Also die haben hier ganz schön viel Arbeit. Da draußen liegen noch etliche, die noch so aufs Richten warten und noch general überholt werden müssen. Und hier ist wohl nichts mehr zu machen. Also unser Rundgang war jetzt hier sehr interessant. Wir konnten hier den Leuten beim Arbeiten zusehen. Haben auch gesehen, wie die Schiffe unter Wasser aussehen und wie hier gearbeitet wird. Und wie versprochen, haben wir euch jetzt noch ein paar Impressionen der Marina am Abend. Abends erwacht die Marina zum Leben. Stände mit Essensangeboten oder mit kleinen Souvenirangeboten. Adrenalinkick im 3- oder 9D-Kino. Und Angebote für die verschiedensten Unternehmungen wie Schnorcheln, Tauchen oder eine Fahrt im Glasbodenboot gibt es hier.
Wir wünschen euch viele interessante Erlebnisse und viel Spaß beim Bummeln in und bei der Marina Hurghada.